Jo, hi, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Greises F. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg zur Hauptstadt von Strata und wir machen uns auf den Weg. Vorher waren wir noch in Sablisol und jetzt müssen wir eigentlich bald ankommen in der Hauptstadt. Hi. Ah, hey, warte mal. Wo kann ich hin? Kann ich nur nach Sablisol? Ich habe gesehen, da waren nur einige Quests offen. Kann ich von da aus auch wieder dahin? Also Richtung. Ich gehe mal zurück nach Auray kurz. Cliffhanger. Ja. Ist halt weit. Aber ich habe gesehen, einige Quests konnten wir abgeben und ja, die möchte ich doch so früh wie möglich abgeben, damit ich eine bessere Übersicht habe irgendwann. Erstmal ein Buch der seltenen Kreaturen. Donnerbeben und Rapierstoß gelernt. Cool. Das ist ein Buch der seltenen Monster, das wir von diesen irren Wissenschaftler bekommen haben. Und mal sehen. Ja, 5, geil. Was haben wir hier noch? Bergzeit runter, da ist immer gut. Warte mal noch hier. Einige neuen Dinger hier. Effektbereich, das ist auch gut. Effektbereich, ja. Ja, nehmen wir das. Oh, Level 5. Sophie hat, glaube ich, gar keine neuen Titel in meiner Trainingseinheit letztens bekommen. Schnittrose. Auch eine neue Art. Durchstoß, auch eine neue Art. Ja, warum nicht? Okay, nächste. Ein paar Rüschen und ein Kacksteak. Einen hübschen Schal, den haben wir gerade nicht. Und schon wieder Level 5, geil. Ich in aktiver Gruppe, FP plus 10%, ja. Und ja. Hätten wir das auch erledigt. Dann gehen wir wieder zurück. Und jetzt haben wir Gemüseset bekommen. Das ist doch mal richtig geil. Okay. Nein. Wow, was? Wie viel hat das denn kostet? Hier so ein verdammtes Gemüseset hier zu verdoppeln. Ja. Sind währenddessen hier schon wieder neue gekommen? Hat geht ruckzuck. Verdammt. Okay, ich glaube, wir müssen den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Kein Ding. So viel Zeit habt ihr ja. Na gut, war ja nicht weit. Dann gehen wir nochmal den ganzen Weg zurück. Die 2 Minuten, die mussten sein. Hallo? Neue Techniken, neue Arts. Da brauche ich doch. Okay, wo gehen wir denn jetzt nächstes hin? Haben wir gegen dich schon? Ja, ich glaube, gegen dich haben wir schon gekämpft. Gegen so eine Schildkröte. Wir sind noch nicht in das Haus gegangen. Was befindet sich hinter Häuschen Nummer 1? Eine Truhe. Meins. Käse. Ah. Egal, nehmen wir. Hi. Ich habe mich bei der Forscherarbeit auf das Dualisieren spezialisiert. Wenn ich mich zu euch ansehe, würde ich vermuten, ach, eigentlich auch egal. Wie er mich mit seinem Blick verfolgt. So, wo gehen wir als nächstes hin? Gehen wir als erstes da ein. Weil, warum nicht? Na? Ja, ignorieren wir die mal ein bisschen. Gewürzset, damit können wir, glaube ich, Curry machen. Wenn ich mich nicht irre. Ah, okay, ich wollte schon sagen. So, und hier haben wir nichts. Hier ist zwar voller Platz, als könnte man da was verstecken, aber da ist nichts. Na, was ist das denn hier? Ein riesiger Haufen nichts. Davon hatten wir voll viel in letzter Zeit. Na gut, dann gehen wir zurück. Wird schon nichts Wichtiges da sein. Bist du denn auch ab? Danke. Wie er so verkäuferdringlich mich verfolgt hat. Na gut. Ah, ignorieren wir euch alle mal, weil ihr schlecht seid. Oh, das ist eine Truhe. Truhe. Ein Elftrank C. Oh, da ist was Glitzern, ist am Boden. Glitzer, 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 Glitzer.
ein Pfirsich, der aussieht wie ein Pupillchen. Und da haben wir einen Speicherpunkt. Hier haben wir alles, was wir brauchen. Den haben wir unten noch was? Nö, okay, weiter, oder? Ich dachte, da war was zum Glitzern. Okay, dann nehme ich. Gewöhne ich jetzt Metalle? Gut. Nein, wir haben noch nicht die 1000 erreicht. Schade. Was ist jetzt los? Ich habe mich gerade in der Wüste ein bisschen amüsiert. Is it an earthquake? Hey, not cool! Where did this stupid sandstorm come from? Look, over there. That's... Hi. The Rockagon? Whoa, that thing is really, really, really big! Hallo. And it's coming this way! Hi. Na? Tja, und so endet unsere Reise. War schön, ne? Let's Play hat mir auch gefallen. Oh. Where are we? Sharia, wake up. Huh? Asbel? Oh no! Sophie, get up! Sophie! Wait, are we inside the Rockagon? We're in its stomach, to be more precise. Wow, haben wir Glück, dass er anscheinend keinen Bock hat zu kauen. This is great! Who knew this thing would be so big? At least someone is having a good time. Sticky. Ugh, gross! What is that stuff? Well, if we're in the stomach, it's probably some kind of horribly toxic acid. We should get out of here. I don't really want to be dissolved by stomach acid. Es müssen die Melonen gewesen sein. Ja, Tung auf Melonen. Unbelievable. If it makes you feel better, I'm almost sort of totally sure this leads to the head. I hope so. If we don't hurry, we'll be digested and end up going out its butt anyway. This is not happening. Okay. Welche Heldentruppe lässt sich denn bitte schon vom Monster hier fressen, mein Gott? Ah! Das kann doch nicht wahr sein. Alle Wege führen wohin? Swallowed alive by a Rockagon. That's new. What a mess. So, does anyone know where we are, or whatever? Somewhere near its tail, maybe? In that case, our fastest escape route will be out the butt. Okay, that's enough. How are you all so calm? I can't stand this one more second. Sharia, listen. Hmm? Everyone thinks we should leave through the butt. Let's search for the butt, Sharia. It's the only way. Sophie? You are making things much worse. Such a child. It's because I'm an adult that I can't take it. Oh mein Gott, Sharia. Da liefert dir Sophie mal hin und wieder ein paar weise Worte und wie dankst du es? So. Ey. Da wollte ich rüber. Ah ja, ich glaube, ich tut mal die Wassermelonia. Also entfernen.
weil wir haben ja gesehen, wo uns das hingeführt hat. Und ich tue mal die Startkleidung wieder ausrüsten, weil mir gefällt die Kampfmusik nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wird irgendwie so zu dramatisch an, finde ich. Hi. Zack. Warum auf einmal Monster im Magen eines Monsters sind? Ja. Das hinterfragen wir jetzt mal nicht. Ey, bleib doch mal hier. Zack. Und wir ziehen ihn irgendwie gar nicht ab. Oh, du bist anfällig gegen Art. Sag das doch gleich. Bam. Ja, das macht es doch viel einfacher. Ich bin Stiefel. Also, okay. Ha, was sagt er dazu? Physische Krankheit, verlangsamen. Die Verlangsamungskrankheit bremst deine Bewegung und deine SK-Wiedererstellung. Du sollst einen langsamen Bann ausrüsten, um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Fällt mir ein. Einige haben ja, glaube ich, schon so Banne, ne? Ach, haben wir schon alles. Okay. Ich dachte, hier hatte keiner von uns irgendwas ausgerüstet. Na gut. Dann gucken wir mal. Wo muss ich lang? Hi. Und okay. Arzt. Sag das doch gleich. Na. Und zack. Ja, langsam wird das Spiel wieder einfach. Nachdem man ein bisschen trainiert hat. Muss meinen Schwierigkeitsgrad wieder hochstellen. Autsch. Oder auch nicht, weil der Boss macht mich dann wahrscheinlich platt. Und darauf habe ich keinen Bock. Und der Boss müsste mich auch jetzt immer noch platt machen. Mir noch schwer. Habe ich jetzt mal nachgeguckt. Mein Trank des Lebens, also immer gut. Und gute Sachen gelernt. Höllenfallenmeisterin, okay. Dann wissen wir schon mal, welchen Zauber wir, ich meine, welche Art wir abstellen können. Hey, look over there. Wow, look at that. It even swallowed a house. Ja, es ist sogar noch ganz. At least it's not picky. Unbelievable. The outside looks undamaged, which means the inside might be habitable. Let's take a look. Wie bitte? Wer würde denn im Magen eines riesigen Monsters wohnen wollen? Es ist doch lächerlich. Himmelszorn, cool. Gewinnen. Plasmaschock, das ist eine gute Technik. Ja, bevor ich es vergesse. Boink. Okay. Weil dann kann sie nur noch die anderen Dinge einsetzen. Und das wollen wir natürlich. Komm hier. Weil dann levelt sie auch die ganzen anderen hoch. Okay, da ist schon genug. Machen wir das hier. Ist auch schon genug. Warte mal, noch hier. Ja, Menüarbeit ist geil, wa? Heimwirkzeit, ja. Safari-Regel. Ja, Wirkzeit, das ist auch gut. So, weiter. Ah! Hey! Warum fällt hier alles runter? Na? Ich wollte noch nicht mal da runter. Ah. Oh. Dafür musst du sterben. Hey, Arzt. Jawohl. Warte mal, habe ich jetzt Sonderbeben schon gelernt? Ja. Mondenkreis. Weiß nicht. Lass mal erstmal. Oh. Ich könnte es wagen. Boah. Der nächste Flächenangriff und alle sind weg. So, von Mali können wir in Tilau wechseln. Zack. Und
Objektwartezeit, Kaltfront, Objektzeit runter, ja. Ich weiß nicht. Was haben wir hier? Ne, mach mal, wo ist es? Hier, Überlebender und so. Zack, okay, weiter. Truhe. Tank des Lebens. Ah. Das Haus dort. Was ist das? I can't believe we were swallowed by a monster. And while we're stuck in here, Hubert could be sliding deeper into trouble. I don't know what to do. Panic and self-doubt will solve nothing. We should focus on finding a way out of here. He's right. And besides, Hubert believes in you. That's why he gave you his good luck charm. You're right. We have to get out of here and find Strata's president. Auf zum Hintern. Look at that house over there. Perhaps we'll find something useful. Yes. Wir müssen durch den Po raus. Na? Prüfen. Hey, look. Is that a flute? Oh, we should take it. You know, just in case. Ja, genau. This appears to be a journal. If these pages are correct, the monster we just fought is the reason for the Rockagong's rampage. It's a parasite that's causing the Rockagong to run mad. So if we kill the parasites, the Rockagong will be all happy again? Ja, so friedlich wie ein riesiges Monster nur sein kann. The parasite queen has a purple body. If we eliminate her, it will eliminate the rest. It also says the flute you found will cause the Rockagong to appear when played. That's awesome, but also kind of useless since, you know, we're already inside it. There's one more note. It says, "You who are reading my journal, please do what I could not. Please save the Rockagong." Our main goal is to get out of here, but it would be nice to help the Rockagong too. How about this? We'll kill any parasites we find, but keep moving for the exit, no matter what. Durch den Po. Sounds like a plan. Die Rockagong-Flöte. Die wird irgendwann mal nützlich. The fuck? Willkommen. Ja, ein Gasthaus. Wesentlich ist es umsonst. Geht doch nichts über eine entspannte Pause im Inneren eines riesigen Monsters. Ah, na gut. Ich hinterfrag das mal einfach nicht. Und ich habe gesehen, ich habe einige von diesen Dingern schon zweimal. Deswegen tue ich mal einige verbinden. Weil einfach so. Verbinden. Verbinden ist eine Art des Dualisierens, bei dem zwei Bandobjekte zu einem Edelstein kombiniert werden, der dich von der vor der physischen Krankheiten der Banne schützt oder ihre Effekte verringert. Je nach Effektstärke kannst du KP wiederherstellen, wenn ein Angriff die jeweilige physische Krankheit verursacht. Cool. Dann tun wir mal einfach irgendwelche Sachen hier zusammenmischen, weil wir es können. Und ein Stempel. Geil. Und dann rüsten wir die mal aus, weil gegen zwei Sachen hier immun zu sein ist doch richtig Hammer, nicht wahr? Aber nur um 84 anstatt 92, was zum oh, okay, weiter geht's mit unglaublichen Abenteuern von Espel und seinen Freunden im Innern eines Rockagongs. Eines Rockagongs ist von den Viechern nicht auch mehr. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Was macht ein Schwein hier drinne? Ah. Au. Ey. Wie kannst du es wagen? Wie könnt ihr es wagen? Au. Der ist unmenschlich. Ich mache denen so viel Schaden, aber wenn ich mal getroffen werde, dann mache ich, da machen die voll viel Schaden. Zack. Oh. Entschuldigung. Zack, wollte ich sagen. Windkreis und Mondkreis verwässert.
Langsam lernen wir gutes Zeug. Ah! Okay, was haben wir hier? Boah. Voll verschwendeten. Hallöchen. Weil die verschwendeten Sachen, die wir in den Schatzraum bekommen. Ich sollte doch mal wieder ein Schwierigkeitsgrad hochstehen. Hier geblieben. Ah, obwohl. Er bekommt schon Schaden, ne? Oder auch nicht. Au. Kannst du es wagen? Und irgendwie ziehen wir voll wenig ab. Das ist anfällig gegen Art. Sag das doch gleich. Au. Unwettermeisterin. Damit können wir Unwetter abstellen. Weil merken, sobald wir eine Art gemeistert haben, brauchen wir die nicht mehr einsetzen. So, jetzt kann ich auch mal ausgeglichen einstellen, weil sie hat jetzt nicht mehr so viele E-Arts zum Angreifen. Hey, da kann ich doch nicht springen. Hey, kann ich hier springen? Nein. Au, au, au. Ein blaues Band. Damit lässt er sich bestimmt beeindrucken, nicht wahr? Wer denn? Was reden die da? Rotes Band, blaues Band. Zack. Diese Accessoires, die bringen irgendwie nicht so viel, finde ich. Oh Gott. Ob das so eine gute Idee ist? So, Heilung. Heilung. Wow, der Fairy Circle ist jetzt richtig groß. Ist ja schon groß und stark geworden. Zack, aua. Ist weg. Melonen. Ist irgendwie ironisch. Vorhin hatten wir noch Melonen auf und jetzt kämpfen wir gegen Melonen. Voll der ironische Scheiß, Mann. Ja, und zack. Damit ist es doch bewiesen, Herr Rockhagen steht auf Melonen. Na gut. Wo jetzt? Ma. Warum geht alles, was ich betreten will, kaputt? Hm. Hallöchen. Ah. Warte, bis ich mich mal richtig hingesetzt habe. Oh. Dann bist du dran. Ist anfällig gegen Arzt, ne? Sag das doch gleich. Mm. Ich brauche unbedingt mehr SK. Also Minimum. Zack. Und das war's. Schicke Mode-Ikone. Cool. Und dann gehen wir mal. Ich würde sagen, wir gehen noch mal zurück zum Speicherpunkt und speichern da. Macht das Sinn? Ja, ne? Dumm. Gleichzeitig noch zum Gasthaus und aua. Der letzte Schritt, dann bin ich hier. Das gibt's doch nicht. So, Gasthaus. Lass mich mal kurz pennen. Ich will doch nur pennen. Dann würde ich sagen, wir haben unser Limit für diesen Part schon wieder erreicht. Und deswegen speichere ich. Nein. Jetzt hier. Und wir sehen uns dann. Also ihr und ich sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.